So, meine lieben Freunde von heute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Crystal. Ja, es geht endlich mal wieder weiter. Ich habe endlich mal wieder ein paar Ressourcen, also menschliche Ressourcen gefunden. Jetzt nicht Zeit oder so, sondern wirklich Lust, Kommentariat etc. etc. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, ich muss noch mal... irgendwo habe ich doch das Büchlein hingestellt. War das hier? Genau. So, bevor es jetzt großartig weitergeht, mache ich mir erstmal einen kleinen Überblick. Und ich würde gerne gucken, das müsste ja jetzt... Sekunde. Das müsste ja jetzt eigentlich Pokémon Crystal... Nummer 5 sein. Ich würde bei Nummer 5 gerne gucken, dass ich es heute schaffe, Lucatia City zu machen. Dass wir das einigermaßen hinter uns bringen. Und dass wir mal ein bisschen vorankommen. Bedeutet, es wird mal ein bisschen länger. Aber das kriegen wir schon hin. So, ich habe deinen Kommentar natürlich gelesen, lieber Justin. Togepi als alias Knuddel wird natürlich im Team bleiben. Warum habe ich jetzt keinen Dingsbums reingesetzt? Aaron wollte ich später noch haben, aber aktuell noch nicht. Ich wollte es nur trainieren. Auf der anderen Seite, warum eigentlich nicht? Sekunde, das habe ich doch vorbereitet. Wunderbar, super. Dann haben wir auch unseren Onix drin. Bedeutet, unser Team ist einigermaßen voll. Ich bin mal gespannt, wie wir das setzen. Ich werde es auf jeden Fall noch mal ein bisschen andersweitig benutzen. Noch mal irgendwie im Laufe des Tages ein bisschen anders da aufstellen, etc. etc. Ihr kennt die ganze Prozedur ja. Dementsprechend, jo, gut. Schauen wir mal, wie es läuft. Und ob wir das überhaupt heute schaffen. Habe ich irgendwelche Themen? Togepi als Pokémon mit Metronom. Okay. Wunderbar. Gut. Ich werde noch härter. Achso, den haben wir ja besiegt. Okay. So, dann geht's hier weiter. Ach ja. Ich glaube, hier habe ich mein erstes. Als die zweite Generation dann. Als ich selbst ein Kristall gespielt habe, glaube ich, war das. Hier, glaube ich, meine erste Begegnung mit Snubbull, dem Merkel-Pokémon, was immer so die Backen runtergezogen hat. Aber kriegen wir hin. So, jo, wie mache ich das denn mit Togepi und Aaron? Ich denke mal, ich werde den Onix, alias den getauschten Aaron, an zweite Stelle stellen und immer dann auswechseln, wenn es was bringt. Ansonsten hätte ich gerne wie heißt's? Jetzt muss man das Mikrofon, glaube ich, ein bisschen höher. So müsste das besser sein. Gucken wir mal, wie es läuft. muss die Kopfhörer mal ein bisschen leiser schalten, sonst bin ich zu leise am Quatschen. Auf jeden Fall, werden wir Togepi trainieren? Kommt ins Team. Ich werde es aber nicht daran hindern, sich zu Togetic später zu entwickeln. Trotzdem werde ich den ein oder anderen Change im Team auch mal machen. Von daher wird das schon passen. So, mach's gut. Mein Pokémon kannte Attacken, von denen ich nicht wusste, dass es sie hat. Das war überaus erstaunlich. Ich glaube, ich werde... versuchen wir hier... Bist du ein Trainer? Hast du Lust auf einen Übungskampf? Ja, die Picknickerin, das ist auch eine meiner besten. Übrigens, kleiner Funfact am Rande, wenn ihr in der zweiten Generation, wenn ihr die spielen solltet und ohne Randomizer oder ohne so ein Kram, wenn ihr übrigens ein Corazon finden wollt, gibt es das übrigens auch hier. Ja, ich habe vergessen, die Pokémon-Reihenfolge zu ändern.
Kriegen wir aber hin. Wie gesagt, mein Ziel ist, ich würde mir gerne den Park angucken. Ich würde mir Ducatia City so größtenteils angucken. Und wenn es nicht zu lange wird, würde ich ganz gerne mal, die Arenenleiterin machen. Ich war gerade ein bisschen im Dingsbums. Ich habe mir auch wieder Ü-Eier gekauft. Können wir am Ende des Parts mal wieder aussetzen. So, Togepi kann Kopfnuss. Das hätte ich gerne an erster Stelle. Charme und Heuler, das ist ganz gut. Aber unser Knuddel muss jetzt erstmal... setzen wir den Justin mal ein. Unser Justin sollte sich auch bald entwickeln. Also wird ein bisschen schwierig, jetzt alles so zu trainieren. Vielleicht werde ich da eine Trainingssession mal einlegen, indem ich sage, okay, jetzt bringe ich alles auf 20 offscreen oder so. Muss ich mal gucken, ob ich das dann auch irgendwie als Zeitraffer in die Parts baue. Von daher kriegen wir das aber schon hin. Auf der anderen Seite Training nehme ich ganz gerne die Speed-Taste, von daher ist es eigentlich relativ egal. Tjo, warte mal, Zerschneider ist auch ganz gut. So. Ich weiß noch gar nicht, was für ein Item Togepi von mir zu halten kriegt. Weil wenn du Togepi nämlich benutzt, an erster Stelle steckst und ihm ein Item gibst, kannst du nämlich den Sympathiewert, was ich damals auch nicht wusste, deswegen hatte sich mein Togepi erst auf Bahn 40 zu Togetic entwickelt, ein bisschen steigern. Trotz alledem kannst du natürlich auch, glaub, einmal pro Woche zum Pokémon-Friseur gehen und dem dann auch deine Pokémon zeigen. Das würde ich mir aber gerne. Ich weiß nicht, ob die Woche hier mit drin ist. Dementsprechend würde ich ganz gerne das zum Beispiel dem für Evoli aufheben. Ja, Evoli kommt auf jeden Fall ins Team. Okay, Hopspross kann Synthese. Das ist nicht so gut. Weil ab und zu, ja, ich weiß nicht, ich muss echt aufpassen, die Speed-Taste nicht zu drücken. Och, komm schon, ernsthaft. Das ist nicht cool. Na komm schon, Hops. Ah, scheiße, ich hab halt auch... Weißt du was? Komm, drauf geschissen. Pokémon, Flieger tauschen und dann feuerfrei mit Windstoß. Ich habe nämlich keine Lust, wenn der nämlich permanent mit Synthese spammt, dass ich den dann irgendwie... Das muss nicht sein. So, okay, Justin auch. Wunderbar. Picknickerin wurde besiegt. Die hat später ein voll entwickeltes Papunga. Von daher, du bist mir zu stark. Das ist keine Übung für mich. Immer wenn ich auf einen starken Trainer treffe, möchte ich sein Cheerleader sein. Manchmal finde ich Items bei einem Spaziergang. Finde ich etwas, bekommst du es. Gibst du mir deine Telefonnummer? Ich rufe an, wenn ich etwas finde. Die Gudrun als Cheerleaderin ist natürlich eine super Sache. Weil ich glaube, von ihr kannst du sogar einen Blattstein bekommen. So, ich muss jetzt erstmal mal Platz ins Team schaffen, einmalig, weil wir nämlich hier noch ein Ei kriegen werden. Und ich habe schon wieder... Ich habe schon wieder vergessen. Komm, drauf geschissen. Das ist ein gefundenes Fressen für Justin. Rasierblatt, tschüss, Dickter, wunderbar. Entschuldigung, den Kampf musste ich jetzt mal ein bisschen vorspulen. Sollte ich vielleicht nicht so häufig machen, das könnte für Verwirrung sorgen. So, Knuddel an erster Stelle, Aaron an zweiter Stelle und der Rest küsst die Wohlfahrt. Ich muss aber den Justin auch mal auf Level 16 bringen. Ich werde jetzt auch mal gucken, ob ich das eine oder andere Pokémon den Leuten bei der Pension geben werde. Bevor ich da anfange mit der Zucht. So, Schmetterli. Ich bin die Pensionsleiterin. Kennst du dich mit Eiern aus? Mein Mann und ich haben Pokémon aufgezogen. Wir waren erstaunt, als wir ein Ei fanden. Das ist doch unglaublich, oder? Soll ich eins deiner Pokémon aufziehen? Ja, welches soll ich aufziehen?
Ich habe noch keins, warte mal. Geben die mir nicht noch ein Ei? Ich bin der Pensionsleiter. Kennt ihr mich mit Eiern aus? Ich habe Pokémon mit meiner Frau aufgezogen. Wir waren entsetzt, als wir ein Ei fanden. Das ist doch unglaublich, oder? Nun möchtest du das Ei? Gut, ich gebe es dir. Du darfst es behalten. Kurios-Ei. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der ausschlaggebende Faktor ist, was da rauskommt. Aber meistens ist es so, dass man da eins der Baby-Pokémon rausbekommt. Ich glaube, ich hatte einmal mein erstes war das Baby-Pummeluff. Das Gifli-Uff oder so wie hieß es, war ich nicht ganz sicher. Machen wir später, wenn wir das Dingsbums haben. Ich will jetzt erstmal zwei Pokémon denen geben. So, dann können die das schon mal trainieren, bis ich ein Ditto habe. So, und was kriegen sie noch? Klein Fritz. Ja, warum nicht? Dann können die das ein bisschen trainieren und dann und dann kann ich anfangen und später dann abholen, trainieren, bis sie sich entwickeln und feuerfrei. Dann habe ich es einfacher. Hier kannst du, wenn du zwei Pokémon der gleichen Gattung, also zwei gleiche Pokémon mit verschiedenem Geschlecht oder Ditto und ein anderes Pokémon, dann kannst du hier Eier züchten. Ist ja natürlich jetzt doof, dass mein Hopsposter jetzt sitzt. Klein Fritz ist nicht interessiert. Hier ist nämlich ein Supertrank drin. Aber den kann ich mir auch später noch abholen. Das wird jetzt nicht so traurig. So, abends, wenn es nachts ist, kannst du mit denen quatschen und greifen die dich auch an. Und sie sind auch Trainer. So, du weißt also, dass du gut Pokémon aufziehen kannst? Ja, dann zeig mal, was du kannst. Ja, wenn du so gut Pokémon aufziehen kannst und nur eins hast und dann noch ein Enton, dann können deine Fähigkeiten nicht so gut sein. So, Knuddel. Ich bin mir nicht ganz unsicher. Ich nehme den Justin. Ich weiß nicht, ob Enton schon eine Wasserattacke beherrscht oder nicht. Ich glaube es zwar nicht, sage ich ganz ehrlich. Aber man weiß es nicht. Und Psycho-Attacken sind auch nicht so lecker. Also gegen Onix. Zwar nicht sehr effektiv, aber neutral. Und da der schon Level 14 ist, würde ich es gerne nicht herausfordern. Aber für Justin ist es ja ein leckeres Fressen. So. Hat auch gute XP bekommen, also entwickelt sich bald. Temper Bodo wurde besiegt. Habe ich falsch trainiert? Ich dachte, du hättest deine Pokémon aufgezogen und nicht trainiert. Will ich hier ein Pokémon fangen? Warte mal, wie viele Bälle habe ich eigentlich? Ja, sollte eigentlich gehen. Wollen wir mal gucken. Das fand ich hier super, weil in den ersten Generationen war es immer saunervig. Du musstest immer in den Itembeutel gehen und das Fahrrad auswählen. Und hier kannst du das einfach auf Select legen. Das war die erste Generation, die du, wo du wirklich deine Pokémon, paar Items auf Select legen kannst. Das macht die Sache so viel einfacher. Ich weiß nicht, ob sie das verbessert haben in den neueren Generationen, weil man ja dann auch mehr Möglichkeiten zum Dingsbums bekommt. Warte mal. Bevor ich hier die Dingsbums einsetze, die Speed-Taste dauerhaft, sollte ich vielleicht gucken, dass ich einfach mal meine Tankiness ausnutze und die Verteidigung von Taubzi mal ein bisschen runtersetze. Dann sollte ich definitiv mehr Damage machen. Jo, muss später nochmal gucken. Ich habe jetzt vergessen, aber ich glaube, bei 36, 37 entwickeln sich die Tausch- und besonderen Entwicklungen hier. Wunderbar.
Später werde ich mir auch einen GameShark-Code reinsetzen, um mir hier ein paar Steine kaufen zu können. Dann könnten wir eigentlich uns, wenn wir dann später das Evoli bekommen haben, das werde ich dann erstmal eine Zeit lang, das werde ich dann erstmal in die Pension stecken mit einem gefühlten Ditto. Und dann werden wir mal anfangen und... Linksbums. Ah, Metronom, super. Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, noch ist Metrography zu schwach. Wir werden auf jeden Fall... Evoli und Ditto in die Pension geben. Später werde ich das auch noch mal mit Relaxo machen. Damit wir uns eine kleine Evoli-Armee bilden können. Mindestens 6 Stück, vielleicht 5 reichen auch. Und wenn ich mir die Steine dann hole, würde ich gerne jedes Evoli, was es hier in der Edition gibt, beim Aufziehen. Dementsprechend sollte das machbar sein. Die ersten 3 Evolis werden relativ simpel. Ich glaube, ich mache das mit dem Fahrrad, oder? Ist eigentlich egal. Ich will eigentlich gucken, ob ich hier schon Ditto finde, aber ich glaube, darum kann ich mich später kümmern. Das will ich jetzt heute nicht machen. Mal so mal kurz. So. Erste halt Pokécenter. Danke! Pokémon sind wieder topfit, kommen jederzeit wieder vorbei. Super. Gibt's hier schon was? Noch nicht. Aber. Warte mal. Bist du ein Trainer? Ich habe eine nützliche Telefonnummer für dich. Meiner speichert Bills Nummer. Das ist in dem Sinne ganz praktisch. Weil jetzt können wir uns nämlich ein bisschen. Können wir uns ein bisschen informieren, wie viel Speicherplatz unsere Box noch hat. Und können dann, bevor wir dann in große Höhlen oder auf Pokémon-Jagd gehen, können wir uns dann einen Überblick verschaffen. Wer ist dran? Wallner, oder? Moment noch. Danke, dass du gewartet hast. Wallner, in der Box ist noch Platz für 13 Pokémon. Wunderbar. Ja, das ist so ein kleines Gimmick. Das erleichtert dir. Ich gehe jetzt erstmal in den Untergrund. Da unten gibt es Geschäfte, aber da unten sind auch Trainer. Ich traue mich nicht hinunter. Schade. So. Ich wurde aus der Spielhalle hinausgeworfen. Ich habe versucht, mit Hilfe meines Pokémons zu mogeln. Drecksack. Ja. Würde mich nicht wundern, dass du da rausgeworfen bist. Ich meine, wer fängt denn mit seinem Pokémon an, schon zu mogeln? Das ist nicht in Ordnung. Ich denke mal, so ab 14 werde ich Togepi ein bisschen in den Kampf schicken. Slimer ist kein guter Gegner für unseren Justin, deswegen nehme ich den Aron. Erstmal ein bisschen die Verteidigung runterhauen. Ich könnte gucken, ob Georock auch Kleinstein auch sowas hat. Wollte schon sagen Georock, aber so weit ist er doch noch gar nicht. Bin nämlich in Gedanken schon so ein bisschen. Machen wir schon Gedanken ein bisschen um den Kampf gegen Bianca. Dementsprechend versuche ich dann einfach, bevor Miltank mit seinem riesigen Walzer irgendwie ankommt, macht es vielleicht Sinn,
die Verteidigung ein bisschen runterzuhauen von dem Vieh. Weil ab dem dritten Walzer sowieso alles hinüber. Und da ist ein Onyx, der, oder ist unser Aaron, der ein bisschen was aushält, eigentlich ganz gut. Und einfach ein paar Mal Kreideschrei draufhaut. Und dass unsere andere Leute die blank rasierte Kuh mit einer SM-Maske von Bianca mal ein bisschen bearbeiten können. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, aber ich will mal was probieren. Na komm schon, Metronom! Keine Wirkung, das ist gut. Wir haben die Verteidigung erhöht. Ich habe mit Metronom nie Glück. Nie, wirklich. Weiß nicht, ob sie das erst... Aber Metronom ist eine Attacke, die ist schwierig. Vor allem kannst du die nur 10-mal machen. Okay, Solarstrahl. Ja. Gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir nicht. Wir dürfen Togepi auch nicht zu sehr vergiftet lassen. Sonst ist es nämlich unglücklich. Komm schon. Oh Mann. Okay. Mist. Dauert mir zu lange. Entschuldigung. Aber so ist es. Die Werte von Togepi sind im Keller. Das Problem ist, die Verteidigung von Slimer sind jetzt auch ziemlich hoch. Dann würde ich gerne Schmetterli einsetzen. Heute in der Konfusion sollte das gegessen sein. Togepi hat sich gut geschlagen. Beziehungsweise unser Knuddel. Dafür, dass es noch ein Baby ist, will ich mich nicht beschweren. Wunderbar. So, habe ich denn... Ja, Gegengift. Wunderbar. Habe ich noch irgendwas, was ich dem geben kann? Nein. Meine Pokémon kommen gerade erst vom Chauffeur. Ich zeige dir, wie stark sie sind. Was hat denn der Chauffeur, oder ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Chauffeur, was hat der denn mit der Stärke deiner Pokémon zu tun, lieber Taco? Ach ja, ein Schlurp. Hat der ein Schlurp? Komm, Justin. Mach das Vieh weg. Schlurp ist ein cooler Dude. Ist kein Problem. Also Schlurp ist gar nicht so schlecht. Hätte keiner Weiterentwicklung gebraucht. Als ich da den Pokémon-Film zum ersten Mal Schlurpleck gesehen habe, habe ich mir gedacht, was? Und dann habe ich mir mal die Pokémon der dortigen Gen danach mal angeguckt und habe mir gedacht, ernsthaft? Schlurpleck? Das muss nicht sein. Vielleicht hätte ich Rasierblatt machen sollen. Warum mache ich Zerschneider? So, Justin am Boden. Das kann ich nicht loben. Supertrank, wunderbar. So, Zerschneider, das ist gut. Mach mal Rasierblatt, vielleicht zieht es mehr ab. Obwohl es eigentlich spielerisch einzuschätzen ist. Ist egal, down ist down. Knuddel erreicht Level 10, wunderbar. Und Justin Level 16, super. Das ist schön. Justin entwickelt sich.
Wunderbar, wie wunderbar. Wo habe ich kein Lorblatt gefunden? Sekunde. Ich glaube, Lorblatt gab es so an sich nicht. Wirklich so, ich habe eigentlich immer so alles vorbereitet, aber irgendwie nichts gefunden. Egal, mache ich danach. So. Super, dann haben wir den Justin jetzt auch schon mal eine Stufe entwickelt. Wir haben jetzt den Münzkorb gefunden. Okay, da kann ich mal gucken, was wir so hinkriegen. Willkommen im Pokémon Saloon. Ich bin der jüngere und preiswertere der beiden Chauffeurbrüder. Ich verschönere deine Pokémon für nur 300. Wie wär's? Klar! Bearbeite mal unser Knuddel, komm. Okay, es wird cool aussehen. Knuddel sieht glücklich aus. Das ist doch schon mal super. So, beschränkst du dich beim Kämpfen nur auf einen Typ? Wenn du die Stärke deiner Typen kennst, hast du im Kampf Vorteile. Jo, aber ich beschränke mich nicht nur auf die Stärke von einem Typ, sondern ich nehme die Pokémon, die mir gefallen. Aber ein paar brauche ich trotzdem. Das könnte sogar hinhauen. Und komm schon, mach was Cooles. Knuddel, mach was Cooles! Wie wäre es mal mit einem Flammenwurf? Oder einem Feuersturm, der dann auch trifft? Okay. Ernsthaft? Och nee. So. Okay, Delegator wurde zerstört. Metronom kommt, Feuerwirbel oder irgend. Zum Glück kann Miltank kein Milchgetränk. Noch nicht. Später erst. Aber in dieser Generation. Och Mann, Metronom ist doch für'n Arsch, ey. Togepi, du bist scheiße. Hast du jetzt nicht gehört? Was habe ich denn gegen Stahl? Habe ich nichts, ne? Warte mal. Steinwurf, Identität. Das könnte gut sein, weil hier gibt es noch keine typisch Pokémon-Fähigkeiten. Das bedeutet, mit Identität könnte ich ein bisschen was reißen. Jawohl! Acht ist gut. Ah, das ist ein guter Wert. 9 ist fast das Stärkste. Und 10 ist. Ich glaube, 10 ist wirklich KO-Attacke, ne? So, Togepi kann kein Metronom mehr. Vielleicht sollte ich mir. Ah, ich weiß nicht, ob ich mir ein paar AP Plus ercheaten möchte. Weil für Metronom AP Plus einsetzen ist mir dann doch zu blöd. Doch ist die Attacke bis jetzt zu schlecht. Es ist zwar ganz lustig, weil es random ist, aber wenn du da halt nur Bullshit rauskriegst, oder sagen wir es mal so zu 80% Bullshit, ich weiß nicht, wie die Rate von Metronom ist, ist das für mich jetzt auch nicht unbedingt so geil. Ja gut, jetzt geht dieses ganze Hin- und Herwechseln los. Aber wir wollen Togepi trainieren, mindestens auf 15. Von daher müssen wir da durch. Ja.
Mit dieser Taktik wird es ein bisschen grausam. Obwohl bei den Level 7 macht es, glaube ich, keinen Sinn, weil der Togepi wirklich wenig EP kriegt. Wir machen hohe Intensität. Das ist nicht schlecht. Die Frage ist, ob es was bringt. Wahrscheinlich nicht. Wunderbar. Kiesel ist Level 17. Voltoball. Ich weiß nicht, ob das für unser Knuddel so super ist. Level 11. Ich könnte versuchen, mit Kopfnuss was zu machen. Das kriegen wir sogar hin, weißt du was? Ich mach dem seinen... Jawohl, ich schlug fehl, wunderbar. Lass mal seinen Angriff senken. Bringt halt nichts, wenn der meine Verteidigung runterhaut. Also sind wir wieder am Anfang. Hopfnuss bringt eigentlich nur was, wenn du zuerst angreifst, weil das gegnerische Pokémon eventuell ausweichen kann oder zurückschrecken kann. Wenn du aber zuletzt dran bist, ist es nur eine Attacke, die ein bisschen stärker ist als Tackle. Obwohl Kopfnuss eine coole Attacke ist. Aber gut, was anderes habe ich ja eh nicht. So, keine Ahnung warum, aber alles geht daneben. Hat sich gut geschlagen, unser Togepi, beziehungsweise unser Knuddel. Das muss man lassen. Hat mit Level 10 einen Level 11er Voltoball platt gemacht. Ich glaube, du besitzt seltene Pokémon. Zeig sie mir. Was ist, wenn ich keine besitze? Ich habe ein Ei. Nur eins. Fehlt noch ein zweites. Das andere ist auf dem PC. Das andere ist in der Tasche. Oh, Fleckmon. Slowbro. Ah, Fleckmon ist ein cooler Dude. Aber... Jo, Aaron müsste ich machen. Ach, weißt du was? Komm, wir nehmen den Justin. Der haut da jetzt durch. Hat er jetzt keine Lust, ewig in 3 Tage in den Untergrund rumzueiern. Wir sind ja schon eine halbe Stunde dran und haben den Untergrund noch gerade, sind gerade dabei, den Untergrund fertig zu machen. Das ist nicht cool. Ein bisschen voran würde ich ja schon kommen. Auf der anderen Seite kommen bei Pokémon Kristall so selten Parts, dass man vielleicht durchaus mal sagen kann, längerer Part unter der Woche ist schon mal durchaus genehm. Ach, unser Justin, der sieht so glücklich aus. Muss man mal den Pokédex-Eintrag von Loreblatt angucken. Ja, das könnte interessant werden. So, ja, ich habe verloren, ich drehe durch, du Lümmel. So, warte mal, wo haben wir es dann? Ist der alte Pokédex, okay. Mit dem Pokédex kann, finde ich mich wenigstens zurecht. Es liegt gerne in der Sonne. Mit Hilfe des Blattes auf seinem Kopf findet es warme Orte, okay. Der Duft aus den Knospen um seinen Hals besitzt bei jedem, der ihn riecht, neue. Was? Setzt bei jedem, der ihn riecht, neue Energie frei. Oh, super. Ist doch schön. Warte mal, bist du einer? Ich wurde da unten zu einem Kampf herausgefordert. Da unten herrschen raue Sitten. Sei auf der Hut. Ja, ich habe den Untergrund schon platt gemacht. Hier ist übrigens der Namensbewerter. Von daher, ab jetzt haben wir die Möglichkeit, das ein oder andere Pokémon umzubenennen. Ich gehe jetzt erstmal ins Pokémon Center. Okay, wir haben Bill. Nach dem Pokémon Center hole ich mir das Fahrrad. Dann gehe ich in den Park und guck mal, ob da vielleicht ein Käferturnier stattfindet. Ich glaube, dienstags, mittwochs und freitags? Nee, montags, mittwochs, freitags. Ich bin mir nicht ganz sicher. Heute ist... Okay, Freitag, 12 Uhr. Jetzt ist übrigens Sonntag. Das bedeutet, die ROM zählt die Wochentage also nicht mit. Wenn die das mitzählt.
So, behandelst du deine Pokémon gut, werden sie dich regelrecht lieben. Oh, lass mich dein Taugummi sehen. Es verhält sich dir gegenüber sehr freundlich. Es muss glücklich sein. Wunderbar, das ist auch schon mal super. Wenn ich meine Pokémon ein Item gebe, dann freut es sich. Ständig verliere ich in Kämpfen und meine Pokémon werden immer besiegt. Das mag der Grund sein, warum ich meine Pokémon nicht mögen. Ah, unser Togepi ist glücklich. Das ist schon mal ganz gut. Hier unten ist der Fahrradladen. Der gibt uns zu Werbezwecken eins. Ich bin hierher gezogen, aber ich kann meine Fahrräder nicht verkaufen. Warum nur? Keine Ahnung, mach Werbung. Würdest du ein Fahrrad fahren und so Werbung machen, wenn ich das Fahrrad behalten kann? Ja, großartig. Gib mir bitte Namen und Nummer. Dann leih ich dir dein Fahrrad. Walner leiht sich ein Fahrrad aus. Walner steckt Fahrrad in Barras Basis-Item. Meine Fahrräder sind erste Klasse. Du kannst sie überall fahren. Wir können das Fahrrad übrigens behalten. Wir leihen uns das Fahrrad die ganze Zeit aus. Aber offiziell können wir es erst, das habe ich später gemerkt, weil in den ROMs benutze ich immer ganz gerne die Speed-Taste, da brauche ich kein Fahrrad. Und ja, wenn wir damit im Park rumfahren, ist er glücklich. Der verkauft Shit. Der verkauft die Dinger wie Arsch. Und hast du den wackeligen Baum auf der Route 36 gesehen? Meine kleine Schwester war aufgeregt und wollte ihn sich ansehen. Ich bin besorgt. Ist das riskant? Ach, glaube ich nicht. Ist nur ein Baum. Als ich einmal kämpfte, konnte mein Pokémon keine Attacken mehr ausführen. Die Angriffspunkte oder AP seiner Attacken waren verbraucht. Wenn wir mit dem Fahrrad im Park herumfahren, dann ruft er an und sagt, als Dankbar können wir das Ding behalten. Manchmal kann auch ein gesundes Pokémon nicht mehr angreifen. In diesem Fall musst du es in ein Pokémon-Center bringen oder mit einem Item heilen. Jo. Hier ist die Arena, die mache ich noch nicht. Erstmal will ich mir das Radiomodul hier abholen, den Radioturm. Wir haben das Fahrrad, wir haben den Radioturm, jetzt mache ich jetzt noch gleich. Dann machen wir den Park, gucken, wie weit wir dann kommen und dann probiere ich mich mal an Dingsbums. Hallo, bist du wegen der Glückszahlshow hier? Soll ich die ID-Nummern deiner Pokémon überprüfen? Wenn du Glück hast, gewinnst du einen Preis. Ich glaube, ich habe die ID-Nummer dieser Woche lautet 40278. Mal sehen, ob du Glück hast. Ich glaube, ich hatte einmal gewonnen, dann habe ich einen Meisterball bekommen. Also Platz 1, hier ist ein Meisterball. Ich glaube, du kannst insgesamt, leider stimmt keiner deiner Ziffern überein. Ich glaube, du kannst insgesamt 2 Meisterbälle bekommen. Beantworte die 5 Fragen richtig, um ein Radiomodul zu gewinnen. Oh ja, steck es in ein Pokécom, um überall und jederzeit Radio hören zu können. Hatte ich nämlich eine Zeit lang vergessen, bis ich dann in der zweiten Stadt das Radiomodul gebraucht habe. Mit dem Erweiterungspack, um Relaxo frei zu... Ah, hinterfragen wir nicht. Machen wir am Quizteil. Gucken, ob wir es beim First Try hinkriegen. Gibt es ein Pokémon, das nur vormittags erscheint? Ja. Korrekt. Frage Nummer 2. Ist die Aussage korrekt? Du kannst Bären nicht im Supermarkt erstehen. Ja, ich kann im Pokémon keine Superbären kaufen. Ist VN1 Blitz? Nein, das ist der Schneider. Nicht übel. Frage 4. Ist Falk der Arenenleiter von Viola City, der Vogel-Pokémon einsetzt? Ja. Wieder richtig. Hier die letzte Frage. Ist bei dem einarmigen Banditen in der Spielhalle von Ducatia City ein Glumanda auf der Rolle? Nein, okay, das war ein Prismania City. Mist. So, ja. Ja. Nein. Ja. Nein. Super, Entschuldigung, da war ich zu schnell. Bingo, richtig. Also, dreimal verkackt. Einmal aus Dummheit und einmal aus Unwissen. Die letzte Frage, ich weiß nicht, ich merke mir die auch nicht. Okay, Radio, hör dir bitte unsere Shows an. Das ist eigentlich ganz gut, weil ab 18 Uhr gibt es diese diese Passport-Show von der Buena. Hi, ich bin Buena. Hast du schon von der Radiosendung Passwort gehört? Wenn du das Passwort aus der Sendung nennen kannst, erhältst du Punkte. Sammel die Punkte und tausche sie bei diesem netten Mädchen da drüben gegen einen Preis deiner Wahl an. Bitteschön. Das ist deine eigene Punktekarte. Walner hält blaue Karte. Habe ich früher sehr gerne gemacht. Walner steckt blaue Karte in Basis-Item. Höre dir meine Passwortsendung an. Alles klar. Sammel Punkte gegen einen Preis deiner Wahl eintauschen. Welchen Preis hättest du gern? Hier kann man Nuggets kriegen, Sonderbonbons und natürlich Protein und so ein Kram. Obwohl ich hier immer auf Sonderbonbons gegangen bin meistens. Weil das nämlich die Viecher sind, die du nicht kaufen kannst. Den Rest kannst du mit Geld kaufen. Und spätestens dann, wenn du die Top 4 halt mit dem Münzamulett durchballerst,
Das ist alles kein Problem. Im Park gibt es noch die Flinkklaue, würde ich mir gerne holen. Die kriegt dann mein Togepi. Und hier gibt es auch eine Nebenquest. Da können wir auch ein Pokémon abstauben. Das werde ich auch machen. Da werde ich aber Dingsbums benutzen. So, lege ich erstmal die Kiesel ab. Und zwar folgendermaßen. Wir werden jetzt einen langen Weg haben. Wir müssen nämlich... Nein, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Das kann ich abkürzen. Genau. Ich erkläre es euch. Das machen wir dann zum Schluss, wenn wir Bianca besiegt haben. Dass wir das auch mit drin haben. Und zwar folgendermaßen. Wenn wir mit dem sprechen, gibt er uns ein Pokémon, das einen Brief hält. In diesem Brief steht, dass Route XY, dass die Höhle eine Route ist und die müssen wir diesem schlafenden Typen bringen, der kurz vor der Viola City, kurz vor Viola City dran ist. Und der gibt uns dann eine TM und das Pokémon, was der uns gibt, das ist ein Habitak. Das können wir auch behalten. Balna, ich bin's gut, und hast du Zeit? Ich habe heute was Tolles gefunden. Ich möchte es dir geben, darum rufe ich an. Du holst es dir doch, oder? Ich bin hier, Route 34. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob das auf Zeit basiert ist. Oder ob das Schritte basiert ist. Aber die gibt uns immer schöne Sachen. Das holen wir uns natürlich gleich ab. Endlich bist du gekommen. Ich denke, das wird dir gefallen. Balna hält Blattstein. Ja, das ist ganz gut. Balna steckt Blattstein in Itemtasche. Ich rufe an, wenn ich etwas habe. Deswegen benutze ich die ganz gerne. Gibt es aber, glaube ich, auch erst in der Kristall-Edition. In der zweiten gibt sie dir, glaube ich, andere Sachen oder gar nichts. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, hier kriegst du zumindest einen Blattstein von ihr. Wie das mit den anderen ist, weiß ich nicht. So, gehst du auch zu Pokémon Arena? Ja, aber erstmal möchte ich hier alles platt machen. Das bedeutet, wir könnten unser Knuffenser jetzt... Oh, Vulpix, schönes Fuchs-Pokémon. Aber leider musst du das Zeitliche segnen. Es brennt, komm. Hast, Alter. Kein schlechtes Vulpix, muss man sagen. Es hat es geschafft. Es hat es geschafft, dass ein Onix brennt. Das musst du dir mal geben. Ja, das ist natürlich blöd. Jetzt habe ich nicht unendlich Zeit, um das zu schwächen. Nicht sehr effektiv. Bringt halt nichts. Ich glaube, Feuer ist meine Schwäche aktuell, obwohl ich habe ja Stein. Onix kann auch keine Steinattacke. Oder Bodenattacke. Das ist das Problem. Aber das ist mich auch gleich direkt verbrennt. Ich würde sagen, Feuer ist meine Schwäche. Quatsch, ich habe eigentlich viele Sterne. Also mein Team hat relativ wenige Schwächen. Wenn man es als Ganzes betrachtet. Kampf ist eine Schwäche, aber dagegen habe ich Taubsi und Smetbo. Feuer ist die Schwäche von Justin, aber dafür habe ich ja Onix und Kiesel, obwohl die dann auch ausgetauscht werden. Gegen Psycho habe ich ja unseren Schmetterli. Gegen Kampf. Kampf Taubsi. Geist habe ich eigentlich auch Smetbo, weil der Psycho attacken kann. Es wird interessant. Also so viel Schwächen sehe ich jetzt in meinem Team nicht. Zumindest was Gen 2 angeht. Also generell, was das Team nicht ausgleichen kann. Aber ich habe zwei Gesteinstypen. Das gefällt mir nicht so. Vielleicht wären Unlicht-Pokémon ganz gut. Da habe ich auch schon eins im Blick. Ist auch das erste Mal hier, dass man hier durch so einen Durchgang durchfahren kann. In der ersten Generation war es nicht der Fall. Ich werde meiner Freundin zeigen, wie cool ich bin. Ja, indem du mich herausforderst und verlierst. Und das ist dann deiner Freundin irgendwie unangenehm. Dann probieren wir es mal. Genauigkeit sinkt.
Baumwollsaat. Und es ging daneben. Nee, wenn die Genauigkeit sinkt, will ich da auch jetzt nicht großartig rumpimmeln. Wunderbar. Merrill. Merrill ist ein Wasser-Pokémon. Super. Kann unser Justin eigentlich dranbleiben? Ich habe noch ein paar Sachen, die ich gerne erzählen würde. Aber passt jetzt nicht in Dukatia City rein. Ein Igler. Ich weiß nicht, ob ein Igler Walzer schon pusht. Ob das in der zweiten Gen schon ist oder nicht. So, Kilian wurde besiegt. Ah, hättest du doch verloren. Ja, hättest du es mit mir abgesprochen, wäre es möglich gewesen. Mein Freund ist schwach. Er kann mich nicht beschützen. Tja, Mädchen. Blöd gelaufen, hm? Liebe Nina. Pikachu! Pikapi! Oh je. Ich glaube nicht, dass ich mit Togepi dagegen kämpfen will. Da muss ich den Kiesel einsetzen. Eigentlich ein bisschen traurig, dass ich Kiesel ziemlich häufig einsetzen muss, weil ich ein Stein-Pokémon brauche. Eigentlich aber, dass ich den Aron trainieren möchte, der aber nur Normalattacken hat. Warte mal, ich bin so ein Idiot. Ich habe da noch eine TM vom Falk. Die ist für den Aron eigentlich gar nicht schlecht. Dann könnte unser Aron, also unser Onix, vielleicht sogar ein interessanter Stratege werden. Mit Lehmschelle, wenn ich die noch nicht benutzt habe. Weil Lehmschelle und Dingsbums. Lehmschelle und Kreideschrei mit der hohen Verteidigung von Onix sind eigentlich nicht schlecht. Ich meine, da kannst du dann die Verteidigung des gegnerischen Pokémons downhauen, inklusive die Trefferrate mit Lehmschelle. Das ist eigentlich not bad. Dann kriegt er noch als starke Attacke, kriegt er von mir dann noch Stärke, dann habe ich die TM. Dann habe ich die VM eigentlich schon fertig und dann kriegt er vielleicht noch eine Stahlattacke oder so. Mit 36 sollte der sich ja auch entwickeln. So, Knuddel. Das sollte eigentlich gehen. Dicta ist nicht so schwach. Ist aber dafür ziemlich schnell. Jawohl. Das will ich sehen von dem Metronom. One Hit. Knuddel, du bist super. Es macht sich. Dafür, dass es so schwach sein soll, habe ich jetzt keine Probleme damit. Ja, Zubat schaffst du, mein Lieber. Liebes, Entschuldigung, es ist ja ein Mädchen. Entschuldigung. Jawohl. Ist vielleicht... Ist eine schöne Attacke. Ja. Problem ist allerdings... vielleicht nicht gegen Zubat. Ich habe mir noch ein paar Lollis geholt. Nee, Chupa Chups Minis. Dementsprechend, wenn ihr da ein bisschen was knistern und knastern im Hintergrund hört, dann sind das diese Dinger. Knuddel ist verwirrt. Ah, yes, trifft trotzdem. Ist zwar jetzt nicht so super, aber trotz alledem kriegen wir das hin. Ich hätte halt schon gerne eine gute Attacke, ne? Knuddel hat HP verloren. Knuddel ist verwirrt.
Och, hau dich doch nicht selbst, Mädchen. Du hast so einen guten Start hingelegt. Vielleicht sollte ich mal Kopfnuss machen und nicht so häufig Metronom. Schon wieder Superschall. Ach, Zuba, du bist ein Arschloch. Du bist ein Sack. So, Knuddel ist gar nicht mal schlecht. Justin, dein Tipp hat sich mal wieder als super als Geheimtipp herauskristallisiert. Gut, es hat sich jetzt selbst verletzt, aber das ist trotz alledem überrascht mich das. Ich hatte es eigentlich schwächer in Erinnerung, aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht haben wir auch einfach Glück. Selbst verwirrt. Nein, wieso? Komm schon, Knuddel. Jetzt habe ich dich in hohen Tönen gelobt und jetzt. Diese scheiß Verwirrung, weißt du? Es geht einem so auf den Sack. Guck, kaum habe ich mich beschwert, schon läuft's. Und jetzt kommt wieder bestimmt so ein Kommentar wie: Ja, hättest du Dingsbums gemacht? Hättest du Metronom eingesetzt? Hätte Knuddel schon längst Finale gemacht. Okay, lassen wir es. Eine Wirkung auf Knuddel, wunderbar. Und Kopfnuss, perfekt. Es ist jetzt hinüber. Schön. So, machen wir nochmal Metronom. Vielleicht haben wir ja Glück. Ein Solarstrahl wäre ganz cool. Oder aber ein Surfer. Das hättest du eben mal bei Zubat machen können. Aber ist okay. Dein Wurf ist nicht schlecht. Surfer, Surfer. Ist auch okay. Hoffentlich stimmt nicht. Knuddel, nein! Ah, Volltreffer! Och nö! Ach, ärgerlich. Komm, Justin, räche Knuddel. Einfach unser Knuddel down gehauen. Ah, stimmt, Dickda ist ja ein relativ schnelles Pokémon. Dickda, Dickdri, coole Dudes, haben wir in der Generation 1 bei Major, gegen den Major Bob einfach so oft den Arsch gerettet. Super. Gut, ich teile aus. Ist nicht so schön. Das bedeutet, die Freundschaft zu unserem Knuddel ist deutlich nach unten gegangen. Vielleicht kriege ich das mit dem Beleber. Nee, komm, drauf geschissen. Wir sind mit dem Fahrrad unterwegs. Da können wir auch schnell das Pokémon Center aufsuchen. Was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat an der Generation 2, ist einfach der Grund, dass wenn du ihr das Gebiet wechselst, dass sich die Musik auch ändert, unabhängig davon, ob du auf dem Fahrrad sitzt oder nicht. Das war in der ersten Generation nicht der Fall, da hast du immer die gleiche Musik beim Fahrrad gehabt. Und da du ja sonst zu Fuß recht langsam unterwegs bist, ist es ein bisschen auf Dauer ein bisschen nervig geworden. Das haben sie in der zweiten Generation rausgemacht, das war schon mal sehr super. Die Musik aus dem Radio beeinflusst die Stimmung von wilden Pokémon. Okay, hier gibt es auch keine Zweierkämpfe. Ich übe mich im Feuerspucken. Ah, okay. Das bedeutet, es wird wieder was für Kiesel. Ich habe übrigens auch wieder vergessen, das, was ich machen wollte. Ich wollte nämlich gucken, ob ich noch die TM-Lehmschelle besitze und die wollte ich dann unserem Onyx beibringen. Knuddel vergiftet, Metronom, Surfer, Hydropumpe, Giftblick. So, erstmal, warum kann der Smog? Warte mal, habe ich vielleicht
Giftbeere. Ich glaube, Beeren gefallen den Pokémon ein bisschen besser. Oh, komm schon, brennen, Gift. Oh, habe ich hier noch irgendwie einen Brandheiler? Nee, habe ich nicht. Anti-Paarbeere, Paraheiler, Gegengift, Bitterbeere. Oh, es ist doch nervig. Es ist doch so nervig. Du kriegst jeden scheiß Statuswert. Das gefällt mir nicht. Irgendwie will das Spiel nicht, dass ich eine gute Bindung zu meinem Togepi oder zu unserem Knuddel, dass wir eine gute Bindung zum Knuddel aufbauen. Und... Oh komm schon, das kann doch nicht sein, dass jeder Scheiß jetzt irgendwie direkt einen Statustreffer gibt. Das ist nicht okay. Lass mich raten, wenn ich jetzt ein Gegengift eingesetzt hätte, hätte der Feuerschlag mich verbrannt. Oh, es ist paralysiert. Wirkt das auch mal. Schön. Dreckiges Magma. Fick dich, du bleibst jetzt. Giesel, mach schnell. Intensität 9 oder 10 will ich mindestens sehen. Bevor der wieder mit seinem... Ich kann... Egal was ich mache, ich vergifte, paralysiere, verbrenne dich. Wahrscheinlichkeit, der Statuswert trifft 100%. Oh, 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 hab ich zu früh gefreut. Kann doch nicht sein, dass Magma nur 100%ige Statusveränderungswert hat. Das war jetzt wirklich... Ich glaube, es war einfach wirklich nur Pech. Gift, Gift, brennen, alter Schwede, es ist unglaublich, was diese beiden verblödeten, vermaledeiten Magmare gemacht haben. Und das ist doch nicht mehr normal. Komm, rasiert Justin jetzt durch. Und dann ist der Käse gegessen. Dann ab schnell zum Pokémon Center. Ich glaube, der müsste Level 8 sein. 2, 6, 8 und 12. Nee, okay. Habe ich mich geirrt. Aber gut, kann man ja auch mal machen. Hoffentlich ist er jetzt bald schnell hinüber. Komm, Justin, Volltreffer, Feuer frei und weg. Okay, nicht ganz Volltreffer, ist egal. Zumindest haut er nicht mit irgendwelchen Statusveränderungen rum. Super. Dschungler Erich, gut, du warst zwar nervig, aber nicht so schlimm wie der Arsch da neben dir. Magma selbst hat gut EP bekommen. Aaron wurde besiegt, kurz vorm Pokémon Center. Oh, komm schon, ernsthaft?
So, jetzt bin ich nochmal zu der anderen Tussi. Will mal gucken, ob das meinem Togepi jetzt geschadet hat. Mindestens, ich glaube, es wurde einmal besiegt und einmal Dingsbums. Wann ist so deine Pokémon? Pipao, lass mich dein Togepi ziehen. Es verhält sich dir gegenüber sehr freundlich. Ich muss glücklich sein. Okay, hat sich nicht so viel geändert. Das ist schon mal gut. So, die Habitat-Quest kommt später. Bin auch schon ein Stündchen dran, aber das ist nicht das Problem. Mache ich erstmal hier alles weg. Ich gehe überall hin, wo es Käfer-Pokémon gibt. Die Telefonnummer von dem ist auch nicht schlecht. Der ruft dich nämlich auch ab und zu mal an und manchmal kann es vorkommen, dass hier Janmas auftauchen. Und dementsprechend macht es Sinn. Das kann ich nämlich mal schnell hingehen und Dingsbums rausholen. Das ist war so klar. Ich wollte schon sagen, lass mich raten, es ist Windstoß, der jetzt blockiert wird. So, Knuddel erreicht Level 14. Flieger erreicht noch kein Level. Udo, jawohl, der Udo. Ich hätte nicht verlieren dürfen. Ach, passt schon. Hey, ist das nicht Wallner? Ich, Tom der Wanderer. Komm schon, lass uns jetzt kämpfen. Ich warte hier, Route 33. Schau vorbei, wenn du Lust hast. In Ordnung, bleib sauber. Später. Beim Blutzeug habe ich Käferturnier im Nationalpark gewonnen. Spürst du die Gegner von weiteren seltenen Pokémon hier? Ich kann sie fühlen, daher halte ich die Augen offen. Finde ich eins, teile ich diese Information mit alten Bekannten. Gib du mir doch auch deine Nummer. Alles klar. Und ja, das ist eigentlich ganz gut. Super. Alles klar, du meldest dich, wenn du was siehst. Alles klar, mach's gut, Udo. Tschüss. Hallo, welche Art von Pokéball benutzt du? Superball, Pokéball, Arschball, Taschenball. Keine Ahnung, was für Bälle gibt. Behaarte Bälle benutze ich aber nicht. So, Togepi, gucken wir mal, was gibt uns ein Metronom. Obsi hat einen relativ akzeptablen Angriff. Aber unser Knuddel ist mittlerweile auch Trugschlag. Trugschlag ist ein bisschen schwierig. Es ist ein gutes, ist eine gute Attacke, aber das Problem ist, dass du damit kein Pokémon besiegen kannst. Habe ich auch später erst erfahren. Nachdem ich dann irgendwie mit... ich hatte ein Pokémon mit Trugschlag. Ich glaube, das war mein erstes Sherox. Das war ganz lustig. Dann habe ich gemerkt, ja, warum besiege ich das nicht? Trugschlag, what the fuck? Und habe halt ständig mit dem Trugschlag gemacht. Und ja, war nicht so cool. Ein Sherox hätte ich auch gern. Dafür muss ich mit dem Sichlor fangen. Nee. Entschuldigung, aber Tauboga... Ich habe schon wieder vergessen, unserem Onix Dingsbums beizubringen. Steinwurf holt das Vieh vom Himmel. Komm. Zur Not gebe ich dir Pfeil im Bogen. Da gibt's Tauboga zum Frühstück. Vogelfänger Otto. Flotto, mach ein Flotte Otto. Mist, nicht schnell genug. Warst du nicht flott genug, hä? Flotte Otto. Das ist unglaublich. Hi, Walner, wie geht's dir? Ich habe beim Einkaufen ein nützliches Item gefunden und ich habe dieses dekorative von deinem, das dekorative Item von deinem Geld gekauft. Aber Mutti, ich habe das Geld gespart fürs College. Ich habe mir das Geld fürs Studium aufgehoben und kannst es doch nicht einfach ausgeben. Mensch, die Mutti weiß nicht, was er einkaufen soll. Oh, nehme ich das Geld vom Sohnemann. So, das ist nicht cool. Walzer. So, Lehmschelle. Lehmschelle einem Pokémon beibringen? Ja. Ich würde ja Walzer, die TM, ne? Würde ich hier auch gerne...
dem Kiesel wäre natürlich super oder Onyx an sich auch, aber Walzer ist so eine Attacke, die die kannst du da. Walzer ist eine Attacke, die ist für viele Pokémon gut, deswegen werde ich die mir aufheben. So, da ich jetzt nicht permanent ins Pokémon Center rennen möchte, kriegt unser Knuddel jetzt mal einen Trank. Die Beeren hebe ich auf. Muss erst hier hin. Abra! So, entweder kriegen wir es oder wir kriegen es nicht. Ein Superball ist mir Abra durchaus wert. Schade, es war so knapp. Schade. Na gut, du kannst der Schneider einsetzen. Ja, komm, Justin, hau mal raus. Jawohl. So, Route 36. Ja. Ich bin Flora vom Blumenladen. Stell dir vor, als ich diesen wackeligen Baum mit Wasser benetzte, ist er hochgeschreckt. Es muss einfach ein Pokémon sein. Ich wette, es gibt seine Verkleidung auf, wenn man es gießt. Genau, ich sage es meiner Schwester und leihe mir ihre Gießkanne. Also wenn du vom Blumenladen bist und keine Gießkanne hast, dann solltest du vielleicht woanders arbeiten. Mit meinem Studium bin ich für jedes Pokémon bereit. Ja, dann bin ich mal gespannt, mein Lieber, was deine Studien so sagen. Da müsstest du ja ganz viele Pokémon haben. Mit einem Pokémon bist du nicht für jedes Pokémon bereit. Tangela ist Level 16. Wenn Tangela Klammergriff einsetzt, kann ich es nicht austauschen. Wollte es gerade sagen. Okay, schlafen ist aber nicht so schlimm. Dann nehme ich erstmal unseren Flieger. Volltreffer ist nicht das Problem. Windstoß sollte mit Tangela ein bisschen den Boden wischen. Ah, der hält aber gut was aus, muss man sagen. Also Windstoß. Knuddel erreicht Level 15. Und unser Flieger Level 17. Das läuft, das läuft. Ich würde sagen, wir können uns gut mit Bianca messen. Schickt einen Teil nach Hause, das ist ganz gut. Und jetzt kommst du. Du hast auch einen Kadabra, ne? Ich werde jetzt deine Gedanken lesen. Sitzen zwei Kühe auf dem Baum, stricken Atombomben, kommt ein Joghurt vorbei und sagt guten Tag. Meine Gedanken. Du willst also meine Gedanken lesen? Schnitzel. 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 Okay. Es hat eigentlich gepasst. Oh Mann, der kann meine Gedanken wirklich lesen. Ja, wenn ich die ganze Zeit sage, Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel und Togepi fängt dann an, Schlecker zu machen. Ich habe Angst. Ich muss Togepi danach austauschen, weil ich glaube nicht, dass es nochmal trifft. Zwei Blitzen ist die Genauigkeit runter genug, aber Abra kann sich auch nicht wehren. Ne? Der kann nur Blitz und Teleport bringt nichts. Bedeutet, wenn Togepi jetzt trifft, dann muss es treffen. Aber das mit Schnitzel und vielleicht klappt es nochmal. Treffen, 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 treffen. Okay, Attacke ging daneben. Treffe ich überhaupt nochmal?
Jawohl. Gedankenübertragung hat ein bisschen gedauert. So, jetzt ist wieder mal Zeit, den Aaron ein bisschen zu trainieren. Oh, wenn der jetzt permanent mit Blitz ankommt, das ist doch scheiße. Ich hab eine viel bessere Attacke als du mit deinem scheiß Blitz. So, tausche ich mal wieder mit Knuddel. Ja, so langsam macht sich Knuddel, also müssen wir jetzt Level 15 ins generell. Was kann man sich durchaus gönnen. Jawohl, und ein Volltreffer. Knuddel, du bist super. Jetzt weiß ich, warum ich damals Zaugebiet trainiert habe. Es ist überraschend cool. So, ja, komm, Aaron. Kadabra kann Psychokinese. Kraft. Kann der noch was anderes, außer ständig nur meine Genauigkeit senken? Ich meine, das kann ich auch, aber... Hahaha, siehst du mal, wie das ist? Arschkeks. So, weg damit. Genauigkeit sinkt. Wunderbar, sollte ausreichen. Mal gucken, was Klammergriff... Das hat wehgetan. So, der trifft natürlich nicht. Intensität 5 ist... Meh. Aber stark genug, um den ordentlich eins in die... ins Fressbrett zu geben. Komm, Kiesel, jetzt nimmst du mal den Bart von dem Kadabra und... Ne? Machst einen Knoten rein. Steinwurf. Da kann Klammergriff weg. Und dann kriegt Kiesel noch Stärke für Tackle und dann ist er eigentlich auch durch. Ich meine Onyx, beziehungsweise unser Aaron. Okay, Sonntag hier ist nicht viel los. Dann würde ich gerne mal den Nationalpark... Oh, die Musik ist super. Ein schöner Park. Also die Musik ist auch super. Du, hier kann man rüber. Aber nur hier. Ich bin hier sonst immer mit dem Fahrrad lang gefahren, deswegen konnte ich die Musik nur ganz selten mal richtig genießen. Die Musik ist super. Dem 28 ist Schaufler. Warum weiß ich das? Weil es in der ersten Generation auch der Fall war. Der Graf weiß Bescheid. Ja, Kristalledition und ich, wir kennen uns teilweise so gut, wir sind schon per Du. Ah, schön. Schöne Musik. So, wir machen jetzt hier die Trainer mal schnell platt. Ich drucke meinen Pokédex aus. Du kannst auch Briefe oder PC-Boxen ausdrucken. Das ist schön. Also hier gleich Werbung für den Gameboy-Printer gemacht, der aber eher so meh war. Wir bewundern unsere Pokémon, auch wenn sie uns nicht mögen. Das macht eben einen wahren Fan aus.
Auch wenn sie uns nicht mögen. Was? Behandle deine Pokémon gut, dann werden sie dich auch mögen. Alter, das ist ein überfüttert. Das ist kein Raichu, das ist ein überfüttertes Pikachu. So sieht Pikachu aus, wenn man ihm zu viel Speck füttert. Da hat man die Maus wohl mit dem Speck gefangen. Na gut. Aaron ist aber Bodengestein. Das bedeutet, sein Donnerblitz sollte keinen Schaden machen. Und Ruckzuckhieb auch nicht so stark. Das ist gut. Meinen letzten Trank. Nee, weißt du was? Doch, normaler Trank sollte ausreichen. Supertrank wäre Verschwendung. Den haue ich mit Lebensstelle ein bisschen runter. Gut, Verteidigung sinken. Haben wir ja genug davon. Von daher ist es nicht so schlimm. Macht aber schlau eigentlich. Aber bis der unsere Verteidigung genug gesenkt hat, haben wir seine Genauigkeit auch runtergehauen. Dass wir uns darum keine Sorgen mehr machen sollten. Guck mal, der hat ihm sogar eine Beere gegeben. Also da muss man schon sagen, nicht schlecht. So, ich denke mal, das sollte reichen. Bauen wir mal mit Tackle ein bisschen durch. Oder wir sinken seine Genauigkeit. Verteidigung. Ist eigentlich ein richtiges Strategievieh geworden, unser Onix. Mal mit Lebensstelle hauen wir erstmal ein bisschen Schaden raus, sinken die Genauigkeit, dass er nicht mehr trifft, und mit Kreideschrei senken wir die Verteidigung dann, um mit Steinwurf dann mal richtig reinzukacken. Wird interessant. Mein Pokémon! So, unser Knuddel, ich würde ihm gerne Beere geben, aber die brauche ich, weil ich nicht weiß, ob es irgendwie hier Respawn gibt. Dann kriegt unser Knuddel einfach mal den letzten Supertrank. Muss ich später mich mal um meinen Itembeutel kümmern. Oh, Nidoran-Männchen. Das gefällt mir nicht. Aber das kriegen wir hin. Volltreffer wäre natürlich übel für unser Knuddel. Aber noch eine Kopfnuss und dann sollte der. Ich dachte, ich wäre schneller als Nidoran. Pokéball sollte ausreichen. Der ist nur Level 12 und schon geschwächt. So, komm schon. Bleib im Ball. Ja, Nidoran! Nein! Wieso? Oh, Kacke! Scheiße. Weißt du was? Wir machen so. Ich werde es auf jeden Fall fangen. Aber ich will mein Knuddel dafür nicht opfern. Ich hätte vielleicht Taubsi oder so nehmen sollen. Aber ich will keinen Superball für Nidoran-Männchen jetzt, für das kleine Nidoran jetzt reinhauen. Nidoran sieht aus wie so ein kleines Karnickel. Mit den zwei Hasenzähnchen. Und Nidoran weiblich eher wie so ein Meerschweinchen. Es richtet seine großen Ohren ständig in alle Richtungen, um Gefahr frühzeitig zu registrieren. Noch. Ich will jetzt hier nicht mit dem Fahrrad fahren, weil die Musik so super ist, aber so viel von der Musik haben wir jetzt auch nicht. Und da hat er gerade mir ein Küsschen, hat es Nidoran mir gerade ein Küsschen zugeworfen. Schade, dass ich dich jetzt klatschen muss. Du kannst aber auch Doppelkick, meine ich. Die müssen nämlich auch Doppelkick können nach einer Weile. Habe ich nämlich so habe ich in der ersten Generation übrigens den Rocco immer gemacht. Ich habe mir ein Nidoran-Männchen oder Weibchen gefangen. Ich habe mir sogar beide gefangen. Damit die dann mit ihrem Doppelkick als eine gute Alternative sind, um Roccos steinharte Verteidigung zu durchblocken. Weil wenn du kein Shigi oder Bisasam genommen hast,
kann es mal ganz schnell sein, dass du da ganz schnell ins Leere guckst. Und die meisten haben halt Glumanda genommen. Dementsprechend war das immer eine gute Alternative. Habe ich aber später erst erfahren. Ja, Nidoran-Weibchen wurde gefangen. Super, Karnickel und ein Meerschweinchen. Es ist klein und scheu. Es verteidigt sich mit seinen kleinen, aber giftigen Horn. Stimmt, Giftstachel können die beide auch. Ob man ein männliches Nidoran weiblich kriegt? Ich glaube, die Geschlechter dort sind vorgegeben. Was ist? Warum starrst du mich so an? Oh, ein Kampf. Ja, was willst du denn sonst? Soll ich dich ankramen oder was? Natürlich will ich einen Kampf. Es war so klar, dass es eine Göre ist. Alles klar, Monika schickt Mirapla in den Kampf. An unserer Stelle, der Graf setzt Knuddel ein. Knuddel ist schon angeschlagen, wird ausgewechselt gegen... Ah, ich würde ja Flieger nehmen, aber der ist auch schon im Arsch. Gut, setze ich unser Schmetterli ein. Mirapla setzt Lockduft ein, um den Fluchtwert unseres Schmetterlis zu verringern. Attacke hat getroffen, Fluchtwert sinkt. Trotzdem kontert Schmetterli mit einem Konfusion. Durch den Sekundärtyp Gift ist Mirapla sehr anfällig, wird gewone-hitted und da geht es zu Boden. Oh, was ist das? Knuddel erreicht Level 16, super. Und Schmetterli Level 17, schön. Bedeutet, das Team von Wallner wird stärker, es wird ein Dragosso eingesetzt. Wird der Trainer das Pokémon wechseln? Ja! Er nimmt seine Geheimwaffe, den Starter, den Justin, den Pflanzentyp, der Duftmaul aus seinen Halsblättern verstreut und die ganze Gegend mit Energie füllt. Setzt ein Rasierblatt ein, das sehr effektiv sein wird gegen den Bodentyp von Dragosso. Es ist sehr effektiv, es ist ein One-Hit, es ist ein One-Hit. Wunderbar, Dragosso geht zu Boden. Justin hält 279 EP, fast ein Level ab und die Göre Monika wurde besiegt. Ihr fehlen die Worte und Graf Wallner schickt ein Stück nach Hause von dem Geld, das er von Monika geklaut hat. Jo, super. Ich kann nicht jeden Pokémon-Kampf so kommentieren, Entschuldigung. Nein, Flucht unmöglich! Ich hasse das. Wieso ist Flucht unmöglich? Jetzt, wo ich eigentlich... Oh, Sonnenkern. Ich wusste gar nicht, dass der schon Mega-Sauger kann. Okay. Ich muss jetzt hier aufpassen, weil Sonnenkern relativ schwach ist. Übrigens, Sonnenkern entwickelt sich mit dem Sonnenstein. Den kriegst du aber nur, wenn du das Käferturnier gewinnst. Und dann kannst du das direkt zu so einem Flora entwickeln. Deswegen habe ich mir halt gedacht, gibt es den Blattstein, aber Blattstein bringt bei dem leider nichts. Das bedeutet, ich muss mal gucken, ob der Wochentag sich irgendwann So, jetzt habe ich die Speed-Taste mal benutzt, weil es wird doch recht lange. Es ist sehr schwach. Es kann sich nur verteidigen, indem es seine Blätter heftig schüttelt. Oh, oh, das ist ja schon fast traurig. Das bleibt. Das bleibt erstmal so. Ich habe ja sowieso nichts zum Heilen. Sieh dir meine Tasche an. Ich habe meine Lieblinge aus dem Pokédex ausgedruckt und auf meine Tasche geklebt. Das ist super. Meine Pokémon sind entzückend. Ich will sie dir sagen, wie stolz sie sich machen. Ja, es ist schön, dass deine Pokémon dich stolz machen, aber trainierst du sie auch? Snubbull. Bin mir nicht ganz sicher, ob mich ein Snubbull stolz machen würde. Aber... Nehmen wir Justin. Ich würde ja gerne jetzt auch mal den Flieger nehmen, dass der sich auch mal zu Tauboge entwickelt. Das Problem allerdings darin ist, dass der schon angeschlagen ist. So, nimm mal Rasierblatt, komm. Rasiert da Justin mal schnell den Snubbull den Kopf.
hinterfragen wir das nicht. Was Stolz angeht, kann ich dich schlagen, aber ja, es war so klar. So, gibt es hier noch einen Trainer? Hier, den gibt es noch, glaube ich. Ich hasse das. Warum kann ich nicht fliehen? Ich will jetzt mein Togepi nicht so lange Dingsbums. Ich weiß mehr als du. Ja, ja, komm, geh mich auf den Sack. Ich habe keine AP mehr. Willst du mich verarschen? Voltoball, da setzen wir den Kiesel ein. Komm, ich mache jetzt mal ein bisschen. Wunderbar. Schön. So. Entschuldigung, ich habe jetzt die Speed-Taste ein bisschen benutzt, weil jetzt wird es doch langsam allmählich zu lang. Warum hat mich Snoopy Cat angefaucht? Pass bitte auf. Oh, ich muss aufhören, immer wie ein Lehrer zu denken. Du musst ein Pokémon-Trainer sein. Da du so hart arbeitest, möchte ich dir dies überreichen. Walne erhält Flinkklaue. Gib die Flinkklaue einem Pokémon. Manchmal erhält es dadurch die Initiative. Das ist super. Ah ne, das ist ein normales Item. Dies ist auch das, was ich meinem Togepi geben will. Beziehungsweise meinem Knuddel. Hier ist nix. Okay, die anderen labern nur so, keine Ahnung, Stuss. Ich spiele mit Stickern, die ich aus meinem Pokédex gedruckt habe. Das ist schön. Falls ich gewinne, erhalte ich die Pokédex-Sticker meines Gegners. Ah, das ist cool. So, warte mal, was haben wir denn hier? Das Käferturnier findet jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag statt. Du erhältst nicht nur einen Preis alleine für die Teilnahme, sondern auch ein Käfer-Pokémon, das du dort fängst. Das ist super. Dann haben wir den jetzt auch fertig. Das bedeutet, Pokécenter, Supermarkt jetzt mal schnell hingehen, dort mal ein bisschen was machen und danach klatschen wir mal die Arena. Die wollte ich auf jeden Fall noch mitnehmen, auch wenn es jetzt lange wird. Und zum krönenden Abschluss die Nebenquest, die ich auch sehr spät erst kennengelernt habe. Weil ich glaube, beim nächsten Mal vergesse ich die dann wieder. Ich heile deine Pokémon. Und ich will nichts dafür haben. Wenn wir den Baum übrigens beschäftigt haben, dann können wir nämlich auch nochmal nachgucken. Aufwecker, X Abwehr, X Angriff. Schutz brauche ich nicht. Die Beeren behalte ich mal. Die Treffer brauche ich eher weniger. So, X-Angriff und Abwehr würde ich gerne behalten. Und dann kaufe ich mir gleich mal ein paar Supertränke. So, was haben wir denn hier noch? So, dann nehme ich mir noch mal ein paar Pokebälle mit. Ein paar Superbälle. Wunderbar. Warte mal, es ist Freitag. Hier ist Freitag, ne? Okay. Na gut. Warte mal, die Arena wollte ich. Bin ich überhaupt schon so weit? Unser Aaron ist Level 14. Der Rest ist eigentlich ganz gut. Ich würde erstmal die Arena machen, würde dann gucken, dass ich den Aaron ein bisschen priorisiere und dass wir dann eigentlich gestärkt zu Bianca gehen. Erstmal gucken, was sie zu unserem Togepi sagt. Behandelst du deine Pokémon gut, werden sie dich regelrecht. Oh, lass mich dein Togepi sehen, es verhält sich gegenüber sehr freundlich, das muss glücklich sein. Okay. Das bedeutet, wir haben keinen Minus gemacht, weil Togepi ein paar Mal gestorben und vergiftet worden ist. Wir haben aber auch kein Plus gemacht. Zumindest ist es nicht erkenntlich. So, was haben wir denn hier?
Als ich meiner Schwester von diesem wackeligen Baum erzählte, sagte sie mir, dass es gefährlich sei. Ich frage mich, ob sie mir ihre Gießkanne leiht, wenn ich Bianca besiege. Möchtest du auch die Gießkanne ausleihen? Ich werde es nicht zulassen, dass du etwas Gefährliches damit anstellst. Im zweiten Mal spricht sie nicht mit dir, sondern erst dann, wenn du die Gießkanne wirklich... wenn du Bianca besiegt hast. Wenn man das genau betrachtet, die Arena sieht aus wie ein Pipi. Ich werde mich nicht zurückhalten. Ja, dann halte ich nicht zurück, Süße. Das sage ich nicht umsonst, es ist eine Schönheit, also von daher. Schönheit Martha schickt Wieso in den Kampf. So, Knuddel, Kopnuss. Yo. Yeah, so will ich das sehen. Okay, Wieso, ich wollte den... wollte Onix ein bisschen priorisieren, dass der noch ein paar Level-Ups mitnimmt. So, Steinwurf. Da will ich jetzt nicht so lange großartig rummachen. So langsam würde ich den Part gerne beenden. Sind schon 1,5 Stunden dabei. Ich habe mir am Anfang viel Zeit gelassen, aber dafür, dass es so wenig jetzt kommt, ist es okay. Es wird der Part für die Woche. Jo, ein Igler. Der ist nicht so super. Level 17. Ich glaube, Aaron, wenn wir den jetzt hier priorisieren, kriegt er richtig viel Leben, kriegt er ordentlich an Level dazu. Mindestens 2, wenn nicht gar sogar 3. Weil ich ja immer vergesse, dass der ja getauscht ist und somit. Och, komm schon, Kratzfurie, wirklich? Oh, natürlich 5-mal. So, jetzt eine Tackle. Ich habe nämlich keine Lust, dass da jetzt noch was daneben geht. Ich muss die ganze Zeit auch schon Pipi machen. Mal sehen. Ups, schon vorbei. Jo, wenigstens hat die ordentlich Money gegeben. Schlag ordentlich zu, sonst werde ich es tun. Hast du gerade gesagt, dass ich dir in die Fresse hauen soll? Das ist so. Ich weiß nicht, wo ich die jetzt hinschlagen soll. Die Schönheit Tina hat mich also eingeladen, ihr ordentlich eins reinzuwürgen. Fuck. Oh! Das war der 1 Octazooka. Und Attacke ging daneben. Es war so klar. Probieren wir es noch einmal. Bevor ich auswechsel. Schreck zurück. Oder die sind gleich schnell. Steinhagel, jawohl. Oh, Steinhagel. Der Signature-Move von Despota. Der haut hier jedes Lugia und jedes Hoho weg. So, trotzdem setze ich den Aaron jetzt mal ein. Einfach aus dem Grund her, dass mir das nicht so gut gefällt. Du
Stimmt, Biss ist ja jetzt eine Unlichtattacke und ist normal effektiv. Gucken wir, ob Aaron das so schafft. Genauigkeit sinkt, müsste eigentlich genug sein. Ja, Steinwurf. Super. So, der bleibt jetzt mal dran. So, Beutel. Wo habe ich denn jetzt den Supertrank? Attacke gegen daneben, das ist gut. Zieht ungefähr 10 HP ab, das ist okay. Damit kann man arbeiten. Volltreffer und jetzt noch ein Tackle. Und dann ist Onyx Level 16. Oh, komm schon! Zweimal? Das ist gemein. Vor allem braucht er nur noch einen Tackle. Ich meine, guck mal, der geht schon nur noch auf einer Kralle. Aber dass Biss so eine starke Zurückschreckrate hat. Oh, ernsthaft? Was ist denn los mit dem Spiel? Ich habe so das Gefühl, dass die ganzen Statusveränderungen recht häufig treffen. Erst bei dem Magma, das mit jeder Attacke uns verbrennen oder vergiften reingehauen hat. Und jetzt das Mauzi, das irgendwie dreimal hintereinander mit einem Biss. Oh, tut mir leid, Mauzi. Und jetzt nochmal das Mauzi, das mit jedem Biss unseren Onyx zurückschrecken ließ. Das ist alles ein bisschen komisch. Ich hoffe, das Let's Play bzw. die ROM, weil ich die ja mit dem Randomizer bearbeitet habe, dass wir die Tauschfigur-Dingsbums. Ja, ja, lass dich von den niedlichen Äußerungen von meinen Pokémon nicht täuschen. Die können dich platt machen. Ja, ich kann dich auch platt machen, du olle Zippe. Die Schönheiten waren noch wenigstens ein bisschen verführerisch. Aber die sind einfach nur noch bäh. So, warte mal. Wie viel braucht denn der Aaron? Er braucht noch zu viel. Er kriegt kein Level Up. Ist aber trotzdem egal. Ich will nicht, dass Togepi stirbt. So, Lebensschelle. Zweimal. Wenn möglich. Bin froh, dass ich schneller bin als Nibble. Hat sich erledigt. Weil bis... Das habe ich mir gedacht. Och, dieses scheiß Biss. Hat auch wirklich jeder Arsch. Ich meine, selbst finde ich Biss super, aber es ist halt nervig, wenn irgendwie jeder Biss dich zurückschrecken lässt oder... Ich weiß nicht. Auf den Gameboy-Versionen ist es ungefähr so gewesen, dass die Bisse, die ich jetzt abgekriegt habe, die mich haben zurückschrecken lassen, waren halt mehr als der Biss, der mich nicht hat zurückschrecken lassen. Und das war eigentlich genau andersrum. Höre, Jennifer wurde besiegt. Ja, verflixt, ich dachte, du wärst schwach. Ich trete dich gleich in die nächste Ecke, du elende Schrapnelle. Ich mag niedliche Pokémon lieber als starke, aber ich habe starke und niedliche Pokémon. Ja. Lass mich raten, du hast wahrscheinlich irgendeinen, auch wieder so ein... Ich glaube, in der neuen Generation wären das alles Feen-Pokémon. Alter, du kleiner Gummiball. Ausholen und in die nächste Ecke geschossen. Gibt es mir einfach einen Pfund? Ja, Metallklaue bringt nicht viel. Aaron ist auch im Arsch.
Nimm ich mal Flieger, oder? Was sagt denn unser Taubsi? Er muss nämlich auch mal bald zum Tauboga ran, sonst bringt uns das auch nicht so viel weiter. Aussetzer kann er noch nicht machen wahrscheinlich, das ist super. Dann hauen wir einfach mal einen Windstoß rein. Das ist ganz gut. Und gleich ein Ruckzuck-Keep. Dann ist der Käse gegessen. Schnell ins Pokémon Center mit der Speed-Taste. Warte mal, ich könnte sogar Taubsi noch zum Tauboga bringen. Hat ja drei Pummeluff. Oder drei Pokémon. Habe ich ja ganz. Das hatte ich irgendwie verdrängt. Ich habe da nicht drauf geachtet. Schnell zum Pokémon Center Bianca besiegen. Und dann würde ich den Nebenquest beim nächsten Mal machen. Windstoß wird blockiert, ist egal. Ruckzuck-Keep. Ob Windstoß oder Ruckzuck-Keep, das ist bei Taubsi relativ egal. Und dann habe ich noch einen Tauboga. Dann sind wir hier eigentlich sehr gut vorangekommen. Wird nicht mehr blockiert, aber ist jetzt relativ egal. Oh, muss ja das jetzt künstlich in die Länge ziehen. Wirst du eh verlieren. Das steht doch fest. Super. Bettina. Oh nein, nein, nein. Ja, komm, heul nicht rum. Hey, Flieger entwickelt sich. Super. Ich habe mir gestern zwei Ü-Eier gekauft. Justin hatte sich gefreut auf das Unboxing, deswegen würde ich das gerne noch mitnehmen, aber bei mir drückt gerade die Blase, deswegen muss ich ganz schnell Pipi machen. So, Tauboga, wunderbar. Aber erstmal die Arbeit und dann das Vergnügen. Sprich, oh, komm schon, du überdimensionales Blumenpipi aus Blumenkästen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es schaffe. Also wenn wir es nicht schaffen, muss ich dann nochmal eine Trainingsrunde einlegen. Dann mache ich jeden mal auf 20 in meinem Team und dann sollte das machbar sein. Aber ich bin Bianca. Jeder hat sich für Pokémon interessiert. Also musste ich mitmachen. Haha, Gruppenzwang. Pokémon sind super niedlich. Willst du kämpfen? Sei gewarnt. Ich bin gut. Ja, nur weil du so einen scheiß Miltang hast, weil das ein bisschen overpowered ist. Leider Bianca möchte kämpfen, leider Bianca schickt Pipi in den Kampf. Pipi ist nicht so das Problem. Jetzt Metronom. Zack, boom, Wuchtschlag weg. Das ist ein Metronom-Battle. Warum geht die Attacke daneben? Oh, komm schon. Hätte er das nicht beim Miltang einsetzen können? Jetzt mal auf, für mein Baby zu schlagen. Ich glaube, es geht los. Kopfnuss könnte ich gut ran. Wenn das Pipi jetzt mit Kopfnuss zugeschlagen hätte, wäre mein Togepi am Ausweichen gewesen. Ich nehme sowas wie Schmetterli und... Ich nehme die Gesteins-Pokémon, behalte ich mir für Miltang auf. Jetzt kommt's, Feuersturm. Nein, starres Pokémon, warum? Och, Mann.
Ja, Pepi fehlen die Werte, um eine gute Konfusion hinzuhauen, aber es gefällt mir nicht, dass ich hier Selbstheilung bei Verwirrung, Antiparbeere, wunderbar, dann kommt die auch, dann haben wir die auch schon mal intelligent benutzt, das ist ganz gut. Konfusion macht natürlich mir mehr Schaden als ihn. Nö, gar nicht. Okay. Zeigt keine Wirkung, das ist gut. Schmetterli würde ich gerne gegen Miltank weiter benutzen, um ihm dann zum Beispiel einen Giftpuder reinzuklatschen. Ich glaube, das könnte gegen Miltank richtig gut sein. Die Fresse, du Scheißvieh. Kein One-Hit, kein One-Hit. Okay, jetzt wird's interessant. Der ist Level 20, das wird doch nie was. Super. Zweiten Walzer überlebe ich auch noch. Und dann hat er zweimal Genauigkeit gesunken. Vielleicht trifft er dann nicht mehr. Jawohl, ging daneben. Wunderbar, Walzer resettet. Gut, jetzt wird's interessant. Genauigkeit sinkt. X-Abwehr. Deine scheiß Anziehung noch. Och. Egal. X-Angriff. Kann ich nochmal einen X-Angriff nehmen? Jawohl, ist eigentlich ganz gut. So. Muss ich nur gucken, dass ich Onix am Leben erhalte. Der ist nämlich richtig gepusht jetzt. So, Kreideschrei. Attacke ging daneben. Verliebt sich in gegnerisches Miltank. Machen Kreide. Schreck zurück. Och, es ist doch nervig. So, Supertrank auf Aaron. Dann sollte er wieder bei Kräften sein. Miltank ist gut geschwächt, das gefällt mir. Trotzdem werde ich kein Risiko eingehen. Solange der kein Walzer macht, werde ich weiterhin mit Kreideschrei arbeiten. Damit Miltank mal richtig auf die Fresse kriegt. Och komm schon, kann doch nicht sein, dass es fehlschlägt. Meine Güte, irgendwie kann doch eine Sache schwierig machen, das ist okay, aber... Hä? Sag mal, Onix, hast du keine Treffer mehr oder was? Das kann doch nicht sein. Sei doch nicht blind vor Liebe. Ich meine, du bist so gepusht. Warum schlug das schon wieder fehl? Ist in der SM-Maske von Miltank irgendwie Ohrstöpsel drin? Super. Hoffentlich hört diese Verliebtheit bald auf. Weil gegen Onix macht die keinen Walzer. Das ist gut. Jetzt kann ich nämlich mit Lehmschelle seine Genauigkeit noch ein bisschen weiter senken. Aber es ist halt blöd, wenn jeder zweite Angriff verliebt ist und dann irgendwie noch nichts trifft. Komm schon, ernsthaft? Jawohl. Will ich mal gucken, was Steinwurf macht.
wenn es klappt. Irgendwas kommt. Dampfer hat jetzt nicht getroffen, aber ich bin zu verliebt zum Angreifen. So, jetzt werde ich schreckig zurück. Es war so klar. Wenn ich nicht zurückschrecke, bin ich verliebt. Was? Es kann doch Milchgetränk. Wow, es trifft. Kann jetzt nur noch Milchgetränk und Walzer. Walzer trifft kaum. Aber ich mache mehr Schaden als Dingsbums. Aber da ich... Aber diese scheiß Verliebtheit. Das ist ein mieser Arenenkampf. Arenaleiterkampf. Mies. Für den dritten Orden echt asozial. Ich meine, ich hole hier gerade strategisch aus dem Onyx raus, was geht. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Der trifft gut mittlerweile. Am Anfang hat er wirklich gestruggelt, aber... Boah. Boah. Geil. Fast 2 Level. Jawoll. Schlurz, du bist gemein. Du solltest nicht so ernst sein. Du Kind, du. Wollt ihr mich gerade beleidigen? Schnüff, du bist gemein. Halt die Fresse und gib mir deinen fucking Orden. Ich hätte echt, am Anfang echt nicht gewusst, was ich machen soll. Oh nein, du hast Bianca zum Weinen gebracht. Keine Sorge, sie beruhigt sich bald wieder. Sie weint immer, wenn sie verloren hat. Was? Was willst du? Ein Orden? Oh, stimmt. Ich vergaß. Hier ist der Basisorden. Walne erhält Basisorden. Mit Hilfe des Basisordens können deine Pokémon Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Außerdem erhöht er die Initiative deiner Pokémon. Oh, das hier kannst du auch haben. Walne erhält Team 45. Team 45 ist Anziehung. Es ist Anziehung. Es bringt den Charme eines Pokémons voll zur Geltung. Passt das nicht perfekt zu einem süßen Ding wie mir? Du selbstverliebtes Stück Scheiße mit deinem verfickten Scheiß-Miltern. Hier bin ich auf den Sack. Der Kampf hat gedauert. Ich bin gerade in guter Stimmung. Weißt du was? Drauf geschissen. Wir machen das jetzt im Blitzdurchgang. Komm. So, mit der sprechen. Oh, du hast Bianca besiegt. Hier, Schickikanne, Basis-Item, wunderbar. Schnell nochmal ins Pokémon-Center. So, Schmetterli kurz ablegen. Wunderbar. Wunderbar, so jetzt haben wir Platz im Pokémon-Team. Entschuldige bitte, könntest du mir einen grünen Gefallen tun? Könntest du dieses Pokémon aus einem Briefträger zu einem Freund bringen? Du findest ihn auf Route 31. Danke, würdest du tun? Wunderbar, er schläft den ganzen Tag. So, jetzt haben wir hier ein Pokémon von dem bekommen. Hapsi, das ist ein Habitak. Level 10. Brief lesen. Dunkelhöhle ist ein Pfad. Grüß Harald. Alles klar, Harry. So. Zerschneider eingesetzt. Schicki-Gießkanne. Der merkwürdige Baum greift an. Ist es Fliegen? Okay, aber hoffentlich killt er das nicht. So, da muss ich was anderes machen. Nehme ich den Justin. Den Mogelbaum natürlich fangen. Mogelbaum wird gefangen. Wunderbar. Übertragen. Supi. Hi, Walner. Neulich. Pipapo. Ja, geh nicht auf den Sack. Aufgabe vor dir. Pipapo. Du hast verloren, weil du die Konzentration. Ich bin beeindruckt. Hier möchte ich dir geben. TM. Zertrümmerer brauchen wir. So. Zertrümmerer, Aaron, Justin, Knuddel, Flieger, Kiesel. So, Kieselbehalt, Zertrümmerer brauchen wir nämlich in Teak City. Jetzt gehen wir mal den Brief. Schnell zum Pokémon Center, wunderbar. Das ist der hier. Hä? Was? Du hast einen Brief für mich? Ja.
Wanne, gib das Pokémon aus dem Primalsehen. Die dunkle Höhle führt zu einem anderen Weg. Gut zu wissen. Danke, dass du mir den Brief gebracht hast. Mein Freund ist ein netter Mensch. Genau wie ich möchte dir das dafür revanchieren. Ich hab's. Ich möchte dir hier das geben. Wanne, TM50. TM50 enthält Nachtmar. Sie ist eine gemeine Attacke, die einem schlafenden Gegner kontinuierlich KP abzieht. Die ist süß. Ich möchte nicht schlecht träumen. So, alles klar. Jetzt gehen wir mal schnell, wenn wir hier schon in der Nähe sind, zur Schneider einsetzen. Dann will ich den... Habe ich das schon gemacht? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, dann will ich dem Professor mal zeigen, dass Togepi... was? Dieses Pokémon ist aus dem Ei geschlüpft? Wahrscheinlich schlüpfen alle Pokémon aus Eiern. Nein, das trifft nicht auf alle Pokémon zu. Es war nur eine Menge Forschungsarbeit hier. Bitte nimm das als Zeichen meiner Wertschätzung. Ewigstein. Pokémon, was den Ewigstein trägt, entwickelt sich nicht. Wunderbar. Geh mir auf den Sack. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch ein paar Beeren sammeln kann. So, Justin setzt der Schneider ein. Wunderschön. Ja, man merkt direkt, dass ich... Wunderbar, Beere mitgenommen. Das ist schön. Hier oben gibt es noch eine Beere. Tschüss, Raupi. Die Beeren werden wir alle brauchen. Geh mich auf den Sack, hau ab. So, dann... Oh, das Habitat hätten wir gar nicht behalten können. Schade. So, okay. Jetzt geht's zurück. Wir sind hier soweit fertig. Das bedeutet, ich würde hier speichern. So, langsam wird es echt knapp. Wunderbar. So, dann können wir den Shit jetzt auch mal ausmachen. War cool. So, eine Sekunde, ich bin noch da. Ich bin noch da. Wunderbar. Supi. Warte mal. Eigenschaften. Ist eigentlich okay, aber... Ach, weißt du, was drauf geschissen? So. Wollen wir mal gucken hier, was wir hier so haben. Sekunde. Ja. Machen wir es so. Machen wir es hier so in der Mitte. Wunderbar. UI-Unboxing. Dann haben wir alles zusammen und wir sind mit Ducatia City soweit durch. So. Hatte ich dem Justin ja versprochen. Ich kaufe mir die Dinger generell eigentlich immer sehr gerne. Und gleich mal eine Schokolade abgebissen. Ist super. Wollen wir mal gucken, was wir so drin haben. Muss aber den Filter hier ausschalten. So, irgendwas Grünes. Dementsprechend, was haben wir bekommen? So ein Zebra. Das ist cool. Nichts Besonderes. Applidoo. Ja, das muss man mit einer App also. Hier, Free App könnt ihr euch... Ups, Entschuldigung. Runterladen. Ich muss das anders machen. So. So wird das aufgebaut. Das bedeutet. Okay. Okay, das ist gruselig. Das Skelett. Und hier haben wir das Fell. Das bedeutet. Das kommt hier hin. Das sieht echt gruselig aus. Also wenn es zusammengebaut ist, nicht, aber vorher. Okay, das bedeutet, wir haben das Zebra jetzt zusammengebaut. Und was ist das? Was soll das sein?
Das kommt also mit dem Schwanz. Mit dem Schwanz wird das hierher festgesetzt. So gemacht. Oder andersrum, andersrum. Okay. Muss mal genau hingucken, ob das wirklich geknickt wird oder ob das einfach nur rumsteht. Nee, irgendwie ist nicht so, wie ich will. Jetzt. Okay. Wunderbar. Bedeutet, wir haben das hier so wunderschön und das klappt jetzt. Oh je. So, wo haben wir es dann hier? Na super. Oh je. Warte mal, ich mach's nochmal andersrum. So, wesentlich besser. Aber weiter. Na super. Ich muss mal gucken, ob ich mir einen Karton aussuche und für das Let's Dingsbums. Für das Pokémon. Für das Pokémon Let's Play. Einfach mal vielleicht. Die Figuren aufspare und dann mal am Ende gucke, wo was ich da so im Karton reinsetze. Bedeutet. Irgendwie Karton organisieren, doppelseitiges Klebeband und den Shit da reingestellt und dann mal geguckt. Die vom letzten Mal habe ich vergessen. Entschuldigung, vergessen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr reingeguckt habt. War cool. Wir haben doch mehr erreicht, als wir geplant hatten. Ist ein bisschen lang geworden. 2 Stunden. Aber bis dahin, jetzt aber auf jeden Fall, macht's gut. Ciao mit V. Bye bye.